mit der Lufthansa First Class nach Mallorca fliegen, über Ostern. Die 787 von Boeing hat auch Lackprobleme, so sagt es zumindest Timothy Clark von Emirates. Und Lufthansa will ihre 787 diesen Sommer noch bekommen. Ja, Sommer 2022. Mein Name ist Lars Korsten. Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Auch wie immer an dieser Stelle Abonnierbefehl. Abonniert den Kanal, Glocke an, Kommentarfunktion und Like dalassen. Damit tut ihr uns einen großen Gefallen und danke, wenn ihr es tut. Ja, an dieser Stelle auch in eigener Sache. Mari und ich haben besprochen, ob wir den Kanal auf Englisch umswitchen oder die andere Variante ist, einen zweiten Kanal in Englisch machen. Oder die dritte Variante ist, diesen Kanal auf Englisch zu machen, aber deutsche Untertitel. Da seid ihr als Community gefragt. Da wollen wir eure Meinung zu wissen. Nehmt an der Umfrage teil, die ich erstellt habe. Die ist ja seit gestern online und da haben einige auch schon drauf reagiert. Das zweite Event, was wir für euch haben als Community-Event, ist der Lufthansa Private Jet, den wir ja regelmäßig buchen. Das heißt, also, wir waren zum Beispiel letztes Jahr in Paris, Le Bourget, waren da in dem Concorde-Museum, haben natürlich auch andere Flugzeuge uns angeschaut, sind dann nach Zürich geflogen. Ein Teil ist ja dann weiter nach Sao Paulo geflogen. Wollen wir dieses Jahr auch wieder machen. So wie letztes Jahr beginnt das Event in Frankfurt und wir werden dann mit dem Private Jet fliegen. Ziele, die wir im Moment ins Auge gefasst haben, wäre Salzburg, Genf, Zürich, aber auch Basel. Schauen wir einfach mal, was wir für ein Ziel nehmen werden. Da werden wir uns auch mit euch besprechen. Ansonsten, wenn ihr Interesse habt, daran teilzunehmen, wir sind dabei, im Moment einen größeren Jet zu besorgen, weil wir dann doch mehr Leute haben, als wir erwartet haben, war letztes Jahr übrigens genauso. Und da meldet euch einfach bei mir unten in der WhatsApp, da könnt ihr mich kontaktieren. Oder wenn ihr das jetzt auf Facebook seht, dann logischerweise über den Facebook-Chat einfach melden und dann können wir alle Details besprechen. Ach ja, Datum wäre übrigens 22. bis 23. April, was wir ins Auge gefasst haben. Das erste Thema mit dem Lufthansa Private Jet geht es jetzt direkt weiter in die Buchungen bei den Deutschen. Und zwar der Ukraine-Krieg hat die Nachfrage bei Urlaubsreisen in Deutschland absolut nicht reduzieren können. TUI zum Beispiel hat gesagt, dass man keine Änderung festgestellt hat. Die Leute wollen immer noch rumreisen. Und wenn man Umfragen glauben darf, ist es halt wirklich so, dass in dieser Zeit so etwas wie unbeschwertes Reisen den Leuten schwerfällt, ohne Zweifel. So sagt es der TUI-Chef Stefan Baumert am Montag. Die Bilder, die uns jeden Tag aufs Neue erreichen, sind natürlich schwer zu ertragen. Sie berühren und machen unendlich traurig. Wir verurteilen diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, ausgelöst von der russischen Regierung, aufs Schärfste. Aber viele Fluggesellschaften sagen einfach, dass das Sommergeschäft ein Nachholgeschäft ist. Oder das englische Wort, das fand ich sehr toll, das ist Revenge Travel. Also wir machen aus Rache gegen Covid, reisen wir jetzt erst recht. Und vor allem sieht man das ja auch bei der Austrian Airlines. Die Austrian Airlines ist ja mit über 120% aus dem Vor-Covid im Sommer unterwegs. Besondere Ziele sind Warmwasserziele, macht die Lufthansa ja auch, sieht ihr ja beim nächsten Thema, was ja kommt. Und da hat man halt wirklich das Gefühl, dass die Leute wie bekloppt nach Mallorca, türkische Riviera, griechische Insel reisen. Und auch die Osterferien haben wirklich da die griechischen Rhodos, Kos, also wie sie alle heißen, auf dem Plan. Und die Lufthansa sagte auch, dass man am 9. April, das ist dann, wenn die Osterferien in den Bundesländern beginnen, größere Maschinen einsetzt. Also insofern ist das spannend. Auch die Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen FUHR sagt, dass man trotz des Ukraine-Krieges irgendwie bei 61% der Befragten die wollen unbedingt reisen. Und im letzten Jahr waren es nur 49%. 28% haben sogar schon ein Ziel in den Augen, wo sie hinwollen. Und da muss man halt einfach schauen, wie diese Reisebeschränkungen sich weiterentwickeln. Man sieht das ja auch an Singapur zum Beispiel. Ich fliege ja nach Singapur, weil Singapur aufmacht. Ja, Singapur schafft fast alles ab. Also insofern schauen wir einfach mal, wie das klappt. Amerika geht ja auch problemlos. Und
Lasst mich einfach wissen, wo ihr hinreisen wollt dieses Jahr, was ihr für Reisen macht. Unten einfach kommentieren. Osterferien bei Lufthansa ist ein besonderes, weil ihr sagt mit London Lufthansa, hey, wir müssen ein größeres Gerät einsetzen. Da sagt man natürlich, hey, ja, 319, 320 wird eingesetzt oder was kleineres, jetzt kommt ein 321. Nein, die Lufthansa setzt die 747 und die A350 ein. Und die nimmt nicht die 747-400er, sondern die Strich-8er, weil man First Class fliegen kann. Das gab es ja schon in 2021, wo man in den Sommerferien fliegen konnte. Und damit ist das halt so, dass man das jetzt mit 50 Flügen, die zusätzlich ins Programm aufgenommen wird, auch kompensieren möchte. Es gab ja das Gerücht, dass die 747 zwischen Frankfurt und Mallorca eingesetzt werden kann oder wird. So ist es richtig. Dann wird das Datum jetzt aber auch schon gefixiert. Das heißt also, ihr könnt es jetzt machen und könnt schon zu Beginn der Osterferien in der First Class nach Mallorca fliegen. Oder wenn ihr sagt, ihr kommt ab München, dann gibt es den A350, den man nehmen kann. Ferienstart ist also der 9. April und dann wird auch wirklich der Flug LH1158 mit einer 747-8 von Frankfurt nach Mallorca geflogen. Dann hat man gesagt, man wollte trotzdem noch eine 747-400 nehmen, aber man hat sich für die 747-8 ausgewählt und damit fliegen dann halt nicht wie normal die 320er oder die 321er, Neo oder nicht Neo. Und das finde ich doch toll. Oder wer mit München gut bedient ist und von da aus kommt, sagt, er fliegt mit der 1796, aber da gibt es natürlich keine First Class. Man kann jetzt natürlich gucken, wie die Preise sind. Preise sind irgendwie bei 140 Euro aufwärts. Und die Business Class gibt es ja auch schon ab 300 irgendwas in der Buchungsklasse P. Aber wer 747 fliegen möchte, kann es mit einem Upgrade bekommen. Das kann man kaufen. Ich meine, es wären 1.000 Euro letztes Jahr gewesen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau. Aber wenn ihr das letztes Jahr gemacht habt, schreibt es unten rein, was der Copay gewesen ist. Und wie ihr dazu steht und ob ihr es toll findet, mit einer Langstreckenmaschine nach Mallorca zu fliegen. Ich finde es eigentlich fast zu schade. Warum? Ganz einfach. Es gibt ja nicht wirklich den First-Class-Service, wenn man ehrlich ist. Und das andere ist, die Flugzeit ist einfach so kurz. Also, First-Class lohnt sich natürlich immer, aber da sollten schon ein paar Stunden drin sein und dass man auch von dem Full-Flat Gebrauch machen kann. Aber ich freue mich auf eure Nachrichten. Ach, ich atme wieder tief ein, weil das Thema wird uns weiter belasten, belästigen und auch vielleicht auch belustigen. Denn die Lackablösung, die bei dem A350ern, bei der Lufthansa, bei der Finnair, aber auch bei anderen Fluggesellschaften gekommen sind und natürlich bei der Qatar Airways, hat ja einen ausgelöst an Klagen. Ja, ganz genau. Also irgendwie habe ich das noch nie so wahrgenommen, dass eine Fluggesellschaft einmal einen Hersteller verklagt und einen Hersteller dann die Fluggesellschaft verklagt. Die haben ja Klagen anhängig in New York, glaube ich, ist das, oder zumindest USA, und das andere ist in London. Und jetzt hat auch Timothy Clark, das ist der CEO von Emirates, da reingesprochen, hat gesagt, hey, wir haben 50 A350-900er bestellt, aber wenn da Lackprobleme sind, die Abprobleme, also das ist dann ein richtiges Thema. Und man hat in Frankreich, in Toulouse, bei Airbus ganz klar festgemacht, dass sie gesagt haben, also macht ganz klar, dass das Problem nicht auftritt. Und die Ingenieure haben sich ja auch betroffene A350 angesehen und haben auch gesagt, dass sie in keinem guten Zustand seien und man möchte sie einfach nicht. Also man würde dann wie Qatar reagieren und die dann auch einfach nicht mitnehmen. Man hat aber dann auch direkt die Keule rausgeholt und hat auch gegen Boeing geschlagen. Warum? Ganz einfach, weil die Etihad in Abu Dhabi auch 787 hat, die das gleiche Problem haben. Allerdings ist es dort nicht ganz so offensichtlich und ganz so dramatisch, wie man es auf den Bildern gesehen hat. Ihr habt ja noch die Bilder, die ich euch mal gezeigt hatte, im Hinterkopf sicherlich, wo man das gesehen hat, wie das abgeplättert ist. Das ist übrigens ein offizieller Film von Qatar gewesen. Ne? Und die Hersteller haben wohl anscheinend die UV-Strahlungseffekte auf die Tragflächen oder aber auch auf die CFK-Elemente ja irgendwie unterschätzt. Und bei der 787 ist es halt im Moment wirklich nur auf den Tragflächen zu sehen, so sagt man es.
Aber er möchte es einfach nicht, weil er sagt, hey, warum soll er, wir bezahlen ja vor einem Preis wahrscheinlich, das ist so diese Mentalität. Ist ja auch richtig so, ich meine, ich würde ja auch, wenn ich ein Auto kaufe oder ein Produkt kaufe, da auch nicht erstmal was nachbessern wollen. Aber schauen wir mal, wie schlimm das ist. Und Sir Clark hat auch gesagt, dass die bestimmt eine Lösung finden wollen und werden und dann sollen sie halt das Netz aus dem Material was also so ein Draht ist, so Drähte, das zum Blitzableiten ist, wie gesagt, dass die das einfach ändern, dass die Farbe besser haftet, irgendeine andere Grundierung. Also die würden das schon lösen. Er ist da sehr, sehr zuversichtlich und ursprünglich sollten die Flugzeuge ja auch demnächst kommen. Wir haben jetzt März, also in 2 Monaten ab Mai sollten sie irgendwie schon kommen, glaube ich, 23 war es, 2023, aber das ist jetzt auf Ende 2024 verschoben worden. Und das ist auch aus diesem Interview, was er mal gemacht hat, da hatte ich ja auch was zugesagt. Da hat er ja auch genauso der 777X von Boeing gedroht, dass man gesagt hat, hey, wenn sich der Lieferstart nochmal verschiebt, dann sind wir adiosos knossos, wir sind raus. Also insofern da viele, viele Probleme bei Boeing und bei Airbus mit dem Lack, aber auch mit dem 777X. Lufthansa im Gegensatz bei der 787, unser Hauptproblem ist nicht die Farbe, dann wird er halt wie beim 350er einfach neu lackiert, hat ja in dem Fall auch Airbus wahrscheinlich bezahlt. Und man möchte halt den Dreamliner dann doch im Sommer bekommen und da ist man wirklich sehr zuversichtlich, dass er im Sommer sogar schon Reisende transportieren will. Denn die FAA hat ja gesagt, sie möchten jedes Flugzeug persönlich verabschieden per Handschlag und gucken, weil sie möchten halt einfach diesem, ich suche immer Worte, wie man das nennen soll, dass das wertneutral ist, aber ich glaube, dass da sehr viel Schindluder bei Boeing getrieben worden ist, was Qualität angeht und da will die FAA halt wirklich ganz klar sagen, da gucken wir drauf. Und so berichtet das Portal The Air Current auf Berufung auf einen einflussreichen Kunden, dass halt vor Juli 2022 Auslieferungen unwahrscheinlich seien. Und es gibt ja auch Fluggesellschaften, die haben sich da auf einen späteren Liefertermin geeinigt. Zum Beispiel Hawaiian Airlines ist von 2022 Ende auf 2023 gegangen oder Hälfte. Und Lufthansa ist da ein bisschen entspannter. Ich weiß auch nicht. Carsten Spohr hat gesagt, wir gehen davon aus, dass wir sie im zweiten Quartal bekommen. Zweites Quartal fängt ja bald an, also wenn der März vorbei ist, ist zweites Quartal, dann haben wir 3 Monate und das heißt also bis zum 30. Juni sollte die Bude dann in Frankfurt oder in München stehen. Aber das ist zwar später, als man gedacht hatte, aber Carsten Spohr möchte halt wirklich die Maschine im Sommer einsetzen und hält wirklich an dem Plan fest. Und auch die 777-9er möchte man im vierten Quartal 2023 entgegennehmen, denn er sagt, dass der Boeing-Chef David Calhoun ihm das per Handshake, wie man das so macht unter Männern, dass er es bekommt, beziehungsweise dass Boeing alles tut, damit man es bekommt. So ist richtig. Und wenn es zur Verzögerung kommt, sagt man natürlich ganz ehrlich, hey, wir sind nicht schuld, weil FAA oder wer auch immer oder irgendwas. Also insofern, ich glaube aber auch, dass Lufthansa bei Boeing Kompensation ausgehandelt hat, so wie wir Kompensation kriegen von Lufthansa, wenn mal irgendetwas nicht funktioniert. So wie letztens ein Kunde von uns hat ja auch Kompensation gekriegt, glaube 10.000 Meilen war das oder 300 Franken für nicht funktionsfähiges Internet. Also das fand ich ja dann okay, aber genauso werden sie das dann auch haben, aber die werden sich wahrscheinlich nicht mit den Meilen zufrieden geben. Bei Lufthansa gibt es Boeing-Meilen, macht ja auch keinen Sinn. Und auch Cash wird wahrscheinlich hart sein. Also ich denke mal, es wird Reduzierungen oder Rabatte auf die Flugzeugpreise sein. Und Lufthansa denkt aber nicht daran, wie Boeing das von seinem Lieblingskunden Emirates, ist das ein Lieblingskunde? Ja, das ist ein Lieblingskunde, ne? Mit Qatar zusammen wahrscheinlich, dass man da dann über eine Stornierung nachdenkt. Also insofern, die Lufthansa will die Maschine haben und man möchte ja auch Flugzeuge 20, 25, 30 Jahre fliegen. Und da ist es für ihn halt nicht relevant, ob das ein paar Monate ist. Aber ich weiß nicht, ob Carsten Spohr jetzt wirklich rechnen kann, weil wenn man es bei der 777-9 nachrechnet, sind das ja mehr als ein paar Monate, sind ja schon Jahre. Und die 787-9er, die man bestellt hat, sind ja auch da jetzt weit weg, dass es nicht bald ein Jahr ist oder so. Also insofern schauen wir einfach mal nach, was damals passiert. Aber gut, dass Lufthansa da etwas ein treuerer Kunde ist und nicht so auf die, nennen wir es auf die Kacke haut.
Also insofern, danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Ich freue mich auf eure Kommentare unten, wo ihr zu den Themen von heute einfach etwas schreiben könnt, aber auch wenn ihr allgemeine Fragen habt. Und ganz, ganz wichtig, denkt noch an meine Eingangsfrage mit dem Englischen und denkt an den Private Chat. Und jetzt kommt's natürlich, abonnieren, Glocke an und Like. Also, danke, bis dann. Ciao.